So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Dawn 1. Beim letzten Mal hatte ich ja versucht, hier Tessa zu besuchen und muss eigentlich dementsprechend nochmal meine To-Do-Liste auspacken. Ja, ich habe, glaube ich, mir eine To-Do-Liste gemacht. Es ist schon ein bisschen länger her. Liegt einfach daran, dass einfach relativ, naja, viel zu tun ist jetzt nicht unbedingt, aber auch die Lust hält sich so ein bisschen in Grenzen insgesamt. Tessa müssen wir ja noch besuchen. Lass mich mal ganz kurz mich wieder ins Spiel reinfinden. Head in time, Items, okay, Nebenquest, alles klar. So, ich habe mich mal ein bisschen in einem Komplettlöser, wie heißt's, eher Dingsbums schlau gelesen und hab mal geguckt, okay, was kann man da noch mitnehmen. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu 100% machen, also muss nicht unbedingt, ne? Ich habe jetzt diesbezüglich jetzt nicht unbedingt diese Herausforderung zu sagen, ich muss es jetzt komplett zu 100% machen. Allerdings auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Wir können es mal probieren. Hab mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die zumindest sehr relevant sind. Und diesbezüglich gucken wir uns einfach mal so ein bisschen um. So, die Maus kann ein bisschen zur Seite. Dann muss ich mein iPad nochmal einschalten wegen... Obwohl, das eigentlich... Nee, muss ich gar nicht. Ich benutze ja OBS, da habe ich ja eine Zeitangabe. So, wir sind jetzt hier in Tessa. Gucken wir so ein bisschen um. Das scheint ein riesiger Jahrmarkt zu sein. Reden. Hi, wollt ihr was kaufen? Klar, was hast du denn zu bieten? Für uns Müll. Okay. Man kann auch die verschiedenen Dingsbums hier besuchen. Aber hey, seid ihr auch so fröhlich wie ich? Nö, eigentlich nicht. Pech für euch. Ganz schön frech, Kleiner. Ja, lass mich auch allein. Gerne. So, wir können hier diese Dingsbums besuchen, diese Zelte. Hier gibt es auch irgendwo eine Quest, meine ich. Was haben wir denn hier in Tessa? Das ist schön. Nee, ich habe mir hier nur die wichtigsten Sachen rausgeschrieben. Okay, was haben wir denn hier? Ich quatsch mal mehr. Wirklich ein schönes Fest. Nun ja, wisst ihr, ihr erinnert mich an damals, so vor ungefähr 50 Jahren. What the fuck? Ja, also damals. Warst du noch hübsch? Ja, nein. Was erlauben Sie sich eigentlich? Nun, damals war Ihr Mann noch ein echter Kerl. Also, das muss ich mir nicht bieten lassen. Verschwinden Sie. Ach, Asghar, du Drecksack. Sei doch mal ein bisschen freundlicher. Auf der anderen Seite ist auch schon lustig. Ach, wenn ich doch nur wieder jung wäre. Dann würde ich hier alle Attraktionen mitmachen. Besonders der freie Fall interessiert mich. Aber das würde mein Herz nicht mitmachen, fürchte ich. Was ist denn der freie Fall? Da wird einem drum eine magische Illusion erschaffen. Und man hat das Gefühl, man fällt einen hohen Berg hinab. Je länger man unbeschadet fällt, umso mehr Punkte bekommt man. Das klingt interessant. Sollte ich unbedingt ausprobieren. Alles klar. Wir könnten hier natürlich... Hier gibt es eine kleine Quest sozusagen. Irgendwo ein Junge in Asran oder Shana, ich weiß nicht, Shana, nicht Asran oder so, will halt einen roten Clown sehen. Und wenn wir hier einen Clown umwandeln, dann kriegen wir eine rote Nase. Die können wir dem Jungen zeigen und kriegen dann ein bisschen Money. So, als kleiner Funfact am Rande, werde ich aber nicht machen. Stört mich nicht, ihr seht noch, dass ich mich konzentrieren muss, sorry. Hi, wollt ihr was kaufen? Klar, was hast du denn zu bieten? Bastardschwert, Krallen mit Todesgift, Rissionsee mit Eisding. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Warte mal, ich glaube, hier gibt es ein kleines Dingsbums. Hier ist eine Frau. Alter, du olle Schrapnelle. Ich will mit dir sprechen, du Truller. Hallo, hallo, ich finde das Fest so schön. Ich finde es okay. Dieses Fest ist super. Ja, ja, schon gut. Ich muss da mal gehen. Nee, okay, dann halt nicht. Ich glaube, hier gibt es irgendwo... boah, was für ein schönes Fest. Was wird hier eigentlich gefeiert? Keine Ahnung, aber super ist es trotzdem. Ist ziemlich groß. Ja, eines der größten, die es je gegeben hat. Super. Ich habe schon wieder so viel Geld ausgegeben. Ja, Geld wird mir hier schnell los. Ich bin unglücklicherweise schon wieder das ganze... Ich habe unglücklicherweise schon wieder das ganze Haushaltsgeld ausgegeben. Da wird mein Mann gar nicht glücklich sein. Sowas aber auch. Nee. Was haben wir denn hier? So, hier wird irgendwo... Also die Clowns sind diesmal wieder besonders gut. Naja, mir gefallen sie nicht so. Banause. Ich glaube hier... Ach, was für eine wundervolle Atmosphäre hier. Ja, ist ziemlich schön hier. Das finde ich aber auch. So, ich muss weiter Punkte sammeln. Ja, das klingt ganz gut. Will ich auch gleich mal machen.
Ihr wollt bestimmt auch Punkte sammeln. Punkte? Ja, hier gibt es in den Zelten Attraktionen, bei denen man Punkte sammeln kann. Und die kann man dann gegen tolle Gegenstände eintauschen. Das klingt wirklich interessant. Aber ihr müsst erst im Zelt gleich am Eingang eine Punktekarte kaufen. Danke für die Info. Gern geschehen. Okay, hier gibt es einen Winnie Pooh. Ein gelber Stoffbär. Süß, findet ihr nicht? Nun ja. Ach, vergesst es. Winnie der Pooh, Pooh, Winnie der Pooh, Knuddel. Knuddelrund ist der Teddybär. So, ihr wollt doch bestimmt. Ach so, ja, die haben wir schon. Okay. Nee. Und zwar, ich würde gerne. Der hat noch was zu verkaufen. Hier gibt es nämlich auch irgendwo ein Ehepaar, das nach seinem Kind sucht. Wo haben wir es dann? Hey, seid auch so fröhlich. Nee, mit dem haben wir schon gesprochen. Warum gibt es jetzt keine Musik? Da kann man nichts machen. Okay, mit dir habe ich schon gesprochen. Bist du das? Oh Mann, wenn ich den Clown sehe, bekomme ich wieder Hunger. Hey, wenn ich den Dicken hier sehe, bekomme ich Hunger. Wieso denn Hunger? Die Luftballons, die er da bearbeitet, erinnern mich so an dicke Würstchen. Naja, mit viel Fantasie. Oh, Schmatz, aber Igitt. Komm, lass uns gehen. Bäh, mir ist total langweilig hier. Ich will nach Hause. Bist du ganz allein hier? Nein, aber Papa kümmert sich nicht um mich. Tja, wie gedankenlos manche Eltern sind. Ja, genau, den müssen wir suchen. Der sucht nämlich doch nach seinem Sohnemann, glaube ich. Und dann müssen wir den Kleinen anquatschen und dann ist der Kerl eigentlich gegessen. Ich weiß nur nicht, wer das war. Boah, was war... Ja, ja, komm, Junge, nee. Das müsste... Ich glaube, das waren die beiden beim Clown. Oder? Ich liebe Clowns. Er ist ganz nett. Bäh, Clowns, die schmecken so nach Schminke. Hä? Ach, mach dir keine Gedanken. Schau lieber an deinen Clown zu. Oh, er ist so schön. Schmeckt nach Schminke. Stimmt aber. Probier doch selber. Oh, Walder, geil. Asuka, Entschuldigung. Okay, pipapo. Wo ist mein Sohn? Ich habe ihn nicht gesehen. Hier, wenn ihr ihn seht, bringt ihn bitte zu mir. Alles klar, können wir machen. Er ist ein 7 Jahre alter Junge. Okay, der ist hier oben. Das ist der Gnom. Langweilig. Ich habe mit deinem Papa gesprochen. Das soll ich zu ihm bringen. Na schön, ich komme mit. Fein. So, der folgt uns jetzt. Hallo, hier lang. Komm mit. Da. Oh, vielen Dank. Komm her, du kleiner Racker. Papa, ich will Luftballon haben. Ja, ja, nachher. Schauen wir erst mal dem Clown zu. Bäh, Clowns sind langweilig. Warum müssen Kinder immer so kompliziert sein? Aber vielen Dank. Keine Ursache. Okay, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Am Zelt am Eingang. Ich glaube, das müsste hier das sein. Da kriegen wir die Punktekarte. Oder? Nee. Nee, das sind Illusionsmagier hier. Attraktion, rate die Zahl. Ihr braucht aber eine Punktekarte beim Jahrmarktverwalter. Sein Zelt steht im... Ach, im Zentrum noch. Andere Trolle hat gesagt, direkt am Eingang. Also von daher habe ich jetzt nach diesen Zelten gedacht. Aber ich glaube, das ist der mit dem... Nee, Zentrum müsste hier sein. Der könnte das sein, ich glaube es aber nicht. Obwohl, das sieht so nach Dingsmut aus. Ah, doch, richtig. Hallo, ihr seid bestimmt hier, um eine Punktekarte zu kaufen, oder? Was denn eine Punktekarte? Wenn ihr mit dieser Karte könnt ihr in allen Attraktionen des Jahrmarktes Punkte sammeln und diese dann im Lager gegen nützliche Dinge umtauschen. Eine Karte kostet 500 viel High. Ja, das passt. Können wir mal machen. Dann gebt mir bitte das Geld. Bitteschön. Und hier ist die Karte. Alles klar. So, hier können wir natürlich noch ein paar Sachen mitgehen lassen. Okay, hier gibt es sonst nichts. Schade. Na gut, dann können wir jetzt mal alle Zelte mal abklappern. Dennoch würde ich gerne mal gucken, was es hier so überhaupt gibt, ob sich das überhaupt großartig lohnt. Was hast du denn hier? Hallo, ich bin für die Warenausgabe zuständig. Jetzt sollen wir umtauschen? Okay, ja, ihr habt 0 Punkte. Heiltrank, Heilstaub, Vampirstand ist ganz geil. Lebensnektar, Blutnektar, Speicherstein, Vampirring, Infinis, blauer Stein, antiker Vampirring. Geil, also hier kriegt man schon ein paar Nektare, aber jetzt nichts Besonderes von Wert, wo ich sagen würde, das würde jetzt stundenlanges Farmen hier Sinn machen. Vielleicht die Dingsbums, die Nektar.
Ist halt nur die Frage, wie viel. Ich probiere einfach mal jedes Jahrmärkchen aus und klapper mal jedes Zelt ab, dass wir so viel wie möglich da haben. Dann würde ich sagen, haben wir Tessa auch... wie heißt's? Abgeklappert, oder? Gibt's hier noch irgendwas in Tessa? Nö. Okay. Hallo, hier ist die Aktion, ratet die Zahl. Ihr braucht eine Punktekarte, okay. Wollt ihr die Aktion, kostet 50 Spieler? Jo, worauf warten wir noch? Aber wie funktioniert es überhaupt? Natürlich, also im Spiel ist Grunde sehr einfach. Ich werde mir eine Zahl ausdenken und ihr habt 6 Versuche, diese Zahl zu erraten. Schafft ihr es innerhalb der 6 Versuche, bekommt ihr 2 Punkte. Die Zahl tendiert zwischen 1 und 99 und ich sage euch bei euren Versuchen immer, ob meine Zahl größer oder kleiner ist. Okay. Alles klar. Das klingt eigentlich cool. Alles klar. Euer erster Versuch. 20. Größer. Boah. Okay, zwischen 50 und 60. 55 Grad. Kommt hier 2 Punkte. Okay. Glück gehabt. fast mit dem letzten Versuch. Sonnenschutzmantel. Ansonsten gibt es hier nicht so viel. Hallo, hier ist die Attraktionszeit Schlachtfest. Ihr braucht, okay, Hammer. Wollt ihr die Attraktion nutzen? Natürlich. Also, das Spiel ist im Grunde sehr einfach. Ich werde um euch ein kleines Gebiet schaffen, indem ihr möglichst in kurzer Zeit alle bösen Männer tötet. Je schneller ihr seid, desto mehr Punkte bekommt ihr. Klingt gut. Ja, wollen wir mal gucken. Ah. Alle sind nicht schnell. Das ist mies. Ganz schön fixe Jungs. Aber wenn man die so ein bisschen in die Ecke drängt, dann geht das eigentlich. Lass mich raten, da ist noch einer. Also wenn man die nicht in die Ecke drängt, dann... Oh. Okay, ihr habt alle erledigt. Also habt ihr 33 Sekunden gebraucht, aber wir bekommen hier 2 Punkte. Das ist in Ordnung, das geht. So, hier auf der linken Seite ist auch noch ein Zelt. Lass mich raten, das ist so ein Dingsbums. Ich weiß, was das ist. Das erkennt man an vielen Straßenecken. Wenn irgendwie Leute versuchen, illegal Geld zu machen. So, rate, wo die Murmel ist oder so. Unter den Bechern. Kennt man ja. Wenn die meisten. Also, illegal ist es nur, wenn man es für Geld macht. Das Spiel selbst ist nicht illegal. Das kann man auch auf dem Schulhof spielen. Aber nicht für Geld. Das ist eine Linksbums. Zumindest, wenn es sich angemeldet ist. Kann mir schon vorstellen, dass es ein Casino sowas gibt. Hier ist die Attraktion, er sucht die Perle. Ihr braucht eine Punktekarte, alles klar. Erklärung brauche ich nicht. Stufe 1 erstmal. Wow. Gratulation, ihr habt die Perle gefunden. Bekommt einen Punkt, alles klar. Ich versuche jede Stufe zu machen. Machen wir mal Stufe 2. Alles klar, hier kriegen wir 2 Punkte, alles klar. Und hier, jetzt will ich mal die Stufe 3 probieren, da bin ich mal gespannt. Ansonsten hält die... Kann ich nicht einfach sagen, nochmal? Oh, das war jetzt kurz. Ah, nee, doch nicht. Okay, jetzt habe ich es verkackt. Entweder hier oder hier. Mist. Okay, einmal probier's noch. Einmal probier's noch. Ja, komm. Hallo, Pipapo, kennen wir schon. So.
Jawohl, geil, ist cool, 4 Punkte, läppert sich, das, ich glaube, das ist relativ, die sind alle relativ einfach, also Punkte bekommt man hier ganz gut. Was haben wir denn hier für einen? Ich will mir erstmal gucken, ob der hier irgendwas hat. Aber ich glaube, das habe ich schon, ne? Ja, das habe ich schon. So, Illusionsmagier, Schlachtfest. Also, sehr einfach. Ich werde euch ein kleines Gebiet erschaffen. Achso, das hatten wir schon. Okay. Das hatten wir schon. Stimmt, hier unten war ich. Jetzt geht es eigentlich nur eine Ebene höher. Das ist der freie Fall. Ich wette mit dir. Ich wette mit dir, das ist der freie Fall. Gibt doch bestimmt auch noch was zu finden. Ja. Kenne doch den Hersteller des Spiels. Hallo, ich sag gerade so, es ist freier Fall. Okay. Ich weiß ungefähr, was mich erwartet, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal hören. Ich verwende eine Illusion, um euch aufzubauen. Ihr werdet glauben, ihr befindet euch, was in Wirklichkeit natürlich nicht stimmt. Auf jeden Fall scheint es, als wenn ihr einen Berg runterfällt. Und währenddessen kommen euch Steine entgegen. Diese müsst ihr ausweichen. Wenn ihr einen Stein berührt, ist das Spiel vorbei und ihr bekommt keine Punkte. Wenn ihr aber eine Minute durchhaltet, bekommt ihr je nach Stufe unterschiedlich viele Punkte. Okay, auf Stufe 1 gibt es 1, 4, 10 Punkte. Wow, okay. Da möchte ich natürlich sämtliche Stufen gerne ausprobieren. Machen wir erstmal Stufe 1, um mal zu chillen. Ah, okay. Warum muss ich 1 Minute und 30 aushalten? Der hat nur gesagt, oder hat er gesagt 1,5 Minuten? Okay. Steckt ein bisschen, wenn man sich bewegt, wenn man sich zu schnell bewegt. Also ich glaube, das Problem liegt nicht daran an der Reaktionszeit, sondern einfach an dem Delay. Ich drücke jetzt nach links. Ja, manchmal muss ich zweimal drücken. Das wird wahrscheinlich eher das Problem sein. Die Frage ist nur, warum. Na gut. Aber die zweite Stufe lasse ich aus und probiere gleich die härteste Stufe, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Das zu schaffen ist. Ich meine, da wäre irgendwas gewesen, was ein bisschen unfair ist. Aber 10 Punkte ist natürlich ordentlich. Ich meine, das ist nur relativ einfach, sagt man mal so. Wenn jetzt die Pfeiltasten reagieren würden, ist dann halt nur die Frage, ob es vielleicht am PC-Layout liegt. Ja, da hat es in der letzten Sekunde. Schade, aber vielleicht. Da habe ich nur einmal gedrückt, der ist aber zweimal gegangen. Das ist das Problem am freien Fallen. So, machen wir gleich die letzte Stufe und gucken wir mal. Gut, alles klar, Spiel. Danke. Okay, gut, wunderbar. Lass ich so. Ich lasse die Zeit einfach ablaufen. Das ist vielleicht so schnell, dass das Spiel gar nicht hinterherkommt. Aber na gut. So kann man natürlich auch Punkte farmen, ne? Wieso? Ich wollte gucken, wie schnell das ist. Vielleicht ist das so schnell, dass wir den Hyperraum bekommen und den Fallschaden gar nicht merken. Mit Triggern, also den Indikator, der zählt, der den Fallschaden zählt, gar nicht. Yay! Schön! Das ist schön! Einfach ehrlich. Ach ja. Gut. Okay. Mach ich. Nehme ich mit.
gleich mal die Mutti mal anrufen und gucken, wie es da geht. Ich spiele damit. Ihr wollt, kann ich euch das Layout mit den Knöpfen, die ich drücke, da irgendwo reinballern, aber ich glaube, das sind sich kein Arsch. Das ist wieder so eine technische Spielerei, die wahrscheinlich keiner braucht. Ja, das ist schön. Was soll ich dazu sagen? Also, lassen wir mal die Zeit ablaufen. Das ist schön. Das ist herrlich. Hat sich das Spiel aufgehängt? Oh, ist das mies. Ist das mies. Oh, ist das gemein. Ist das mies. Das, oh, ist das gemein. Das Spiel hat sich aufgehängt. Bringt nix. Oh, ist das scheiße. Ist das mies. Och, nee. Ja, komm, die Geheimnisse drauf geschissen. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Ja, komm, kennen wir. So, den kleinen Jungen, den werde ich jetzt auch nicht unbedingt zu seinem Papa bringen. Das interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht. Die paar Menschlichkeitspunkte. So, das haben wir angeguckt. Das war... Was war das noch? Was war der nochmal? Die Geheimnisse interessieren mich auch nicht. Okay, Todesstrecke. Ihr braucht eine Punktekarte, um zu... Also, ja, haben eine. Kostet 50 Fehler. Natürlich, ich werde eine Illusion um euch aufbauen. Ihr müsst einfach in dieser ganzen Zeit einfach ins Ziel laufen. Dazu müsst ihr einfach springen. Okay, zum Springen müsst ihr aber stehen bleiben. Ansonsten springt ihr nicht. Dabei müsst ihr so den Gegnern ausweichen. Wenn ein Gegner berührt, ist das Spiel vorbei. Oh, das klingt wirklich gar nicht mal so unkomplex. Ich probiere es mal in der mittleren Stufe direkt. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, bei der 3 ist es einfach. Okay, dann lassen wir das. Ich wollte eigentlich alles mal probieren, aber... Ja, hier kriegt man bestimmt nur so... Was haben wir hier? Feuerläufer, ihr braucht eine Punktekarte. Okay, ja, Illusion aufbauen. Müsst ihr alle bösen Männer in die Lava stoßen. Ah, okay, das ist jetzt nicht so toll. Ihr könnt die Kerle auch immer nur genau zwei Felder wegschubsen, wodurch ihr auf die Hindernisse aufpassen müsst. Okay, das kennen wir. Das ist so, ich weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen an Mario Party. Das ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. So ist es ja nicht. Aber jetzt nicht unbedingt... Es triggert mich jetzt nicht unbedingt. Hier ist die Attraktionszelle. Hol das Gold. Ihr braucht eine Punktekarte. Ja, das klingt doch schon mal besser. Interessanter. Ihr müsst innerhalb dieses Labyrinths alle Amulette aufsammeln. Dann habt ihr gewonnen. Aber ihr müsst aus den bösen Männern ausweichen. Wenn diese euch fangen, dann ist das Spiel vorbei. Och nee, Mutti, ernsthaft. Das ist so typisch. So ab einem gewissen Alter bei Leuten und dann schicken sie einem erst jahrelang nichts und dann kommen 5 Sachen und dann sind es meistens irgendwelche Videos und Sticker und hast du nicht gesehen. Schrecklich, schrecklich. So, machen wir erstmal Stufe 1. Ah, Pac-Man. Das ist Pac-Man. Das ist eine Pac-Man. Anekdote, die versuchen uns zu kriegen. Ist aber mies. Wenn die uns nicht einkreisen, haben wir ein Problem. Ich war noch nie gut in solchen Spielen. Na gut, haben wir das auf jeden Fall schon mal gesehen. Was ist das hier? Ah, das ist ein Würfler. Okay. Lass mich raten. Würfeln. Ihr braucht eine Punktekarte. Jo, lass mich raten. Wir müssen würfeln. Und der... Okay, mein erster Wurf.
Ich glaube, ich habe eine 10 gewürfelt. Glaubt ihr, wird eine höhere Summe? Nein, wir würfeln eine niedrigere. 2 Fünfer ist schon viel. Ihr habt eine 8 gewürfelt. Ihr habt richtig geraten. Da bekommt ihr einen Punkt. Das ist okay. Ich habe eine 11 gewürfelt. Niedriger natürlich. Hallo, es geht ja ab. Ihr habt eine 5 gewürfelt. Okay, 2 Spielpunkte. Na gut, ich habe eine 6 gewürfelt. Da würfeln wir auf das Thema Wahrscheinlichkeit hoch. Ihr habt eine 12 gewürfelt. Ihr habt richtig geraten. Ihr bekommt einen Spielpunkt. Jetzt 3 Spielpunkte. Ich habe eine 11 gewürfelt. Ja, das ist eigentlich cool. Das ist relativ sehr, sehr simpel. Ihr habt richtig geraten. Einen Spielpunkt. Ihr habt jetzt 4 Spielpunkte. Geil. Geht das jetzt unendlich, bis wir verlieren? Ich probiere es mal. 8 ist so ein Ding. Ihr habt eine 7 gewürfelt. Schade, ihr habt falsch geraten. Deswegen ziehe ich euch einen Spielpunkt ab. Jetzt habt ihr 3 Spielpunkte. Mein 6. Wurf. Ah, das ist eine festgelegte Wurfzahl. Ich habe eine 11 gewürfelt. Niedriger. Richtig geraten. Okay. 7. Wurf. Wie viele Würfe macht ihr denn? Gut, ich habe eine 12 gewürfelt. Natürlich niedriger. Hallo. Obwohl 10 ja schon recht hoch ist. Gut, ihr habt 5 Spielpunkte erreicht. Dann schreibe ich euch 3 Punkte auf eure Punktekarte. Gut, super. Gut, das war Tessa, Leute. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen und Entschuldigung, dass so lange nichts gekommen ist. Es ist einfach, ja, ich weiß nicht, man hat einfach, generell habe ich alle Projekte relativ stark jetzt ein bisschen schleifen lassen. Liegt einfach daran, dass man allein auch in den eigenen vier Wänden relativ lustlos ist, so ist es nun mal. Und es ist zwar wichtig, ja, man versteht es, aber es ist wieder so eine Sache, die Sonne geht raus, du gehst auf und du kannst halt nichts machen. Da kann die Steam-Bibliothek noch so groß sein. Und zwar ab und zu mal im Stream, um ein bisschen Gesellschaft zu bekommen. Ja, ist ganz nett. Aber so Let's Plays, ich weiß nicht. Das Einzige, was jetzt hochgeladen wurde, waren halt die Streams, die ich halt schon gemacht hatte. Und das war eigentlich als Puffer gut gedacht, wenn ich mal keinen Bock hatte, um einen gewissen Grad an Dingsbums, an Bewegung zu haben. Aber, naja. Ich versuche es jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr hochzuladen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber dafür, also nicht jeden Tag Videos zu machen, aber dafür bisschen regelmäßiger. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Graf Wallner. Ciao.